Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Rot und Grün. Oder auch Akka und Midori, denn wir spielen die japanische Originalversion. Gibt ja auch nicht wirklich andere. So, ich mache hier mal eben den Trainer Flyglitch. Ja, und der Dennis, der zeigt euch jetzt, wie man Sonderbombs multipliziert. Und ich gehe in der Zwischenzeit ins Kraftwerk. Und ja, also im Endeffekt jedes Item. Das Item an, wenn ich mich richtig entsinne, sechster Stelle im Inventar. So, jetzt kann ich mein Menü wieder nicht öffnen, wegen dem Trainer-Fly-Glitch. Jetzt muss ich erstmal einen normalen Kampf gegen den Trainer hier drüben machen. Einen von den vielen, die ich hier übrig gelassen habe. So. Einmal alle besiegen. Gut. Das Ziel ist es jetzt, Missing No zum Spawn zu kriegen. Und das einzige Missing No, was funktioniert, sind die Special-Versionen von Missing No, die eine ID von 182, 183 und 184 haben. Mit anderen Worten, das ist der Special-Stat, den das Pokémon haben muss, gegen das man kämpft. Und da es kein normales Pokémon gibt, was also von irgendeinem random Trainer, was diesen Special-Stat hat, muss man ein eigenes Pokémon haben, was den Stat hat. Hier in meinem Fall ist es ein Simsala, was ich mir mal eben gefangen und hochtrainiert habe. Das Ditto kopiert es. Jetzt hat das Ditto denselben Special-Stat wie das Simsala. Und jetzt muss ich einfach nur fliehen. Dann ist der Special-Stat gespeichert. Und wird dann für den Kampf, der quasi da hinten gestort ist, weil ich ja weggeflogen bin, verwendet. Wenn ich da wieder hinkomme. Ja, ich hoffe, das war gut genug erklärt. Denke schon. Genau. Mein Simsala hat 183. Das ist also dann die Aerodactylus-Fossil-Variante von Missing No. 82 ist Kabutops und 84 ist der Geist in Lavandia. Als Sprite quasi. Der Grund, warum die anderen Varianten nicht funktionieren, liegt wahrscheinlich daran, dass es irgendeinen Fehler gibt, damit den Sprite zu laden. Und deswegen crashen die alle. Und dieser Fehler wurde anscheinend dann in unseren Versionen behoben. So, man muss es gegen den nicht kämpfen, ihn auch nicht fangen. Das glitscht auch ziemlich das Spiel, wenn man den fängt. Würde ich jetzt nicht unbedingt so spontan empfehlen. Aber wenn man ihn encountert. Im Endeffekt liegt es daran, er denkt, er ist eine. Also er will sich eigentlich im Pokédex eintragen, geht aber zu der komplett falschen Memory Address und trägt sich quasi in Slot 6 des Rucksacks ein und schreibt da quasi 255 rein. Und genau deswegen habe ich jetzt so viele Items. Das sind 255 Sonderbonbons. Das ist schon fertig. Was? Ja, das ist nicht so. Dauer hat jetzt nicht so lange gedauert. Dann willst du jetzt dein komplettes Team auf 50, nehme ich an. So, dann speichere ich jetzt. Ich weiß nicht, ob auf 50, aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein Sonderbonbon in mein kaputtes Pokémon reinstopfen und gucken, wie sich seine Stats verändern. Ja, das ist das Wichtigste. Oh Mann. Sie haben sich, glaube ich, nicht so stark verändert, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Ja, aber der XP-Wert, ist der immer noch gigantisch? Den du brauchst fürs nächste Level. Ja, das schaut immer noch sehr gigantisch aus. Also ganz im Ernst, fang doch ein neues Dick da. Jetzt warte mit Sonderbonbons brauchst du ja 21, 14, 20, 15. 21, 14, 20, 15. 21, 14, 20, 15. So, ich bin jetzt dann gleich. Okay, der Stat geht auf jeden Fall nach oben. Als Zapdos. Ja, aber nicht. Oder? Ja, die Klasse nach oben, oder? Oh, er lernt eine neue Attacke. Scheiße, welches Level hat er recht erreicht? Level 47 für der Erdbeben, aber ja. Was? Ich hab's geschafft, ihn zu verbrennen. Warte mal, drücken wir mal B. Ne, hier steht nicht mehr da, welches Level er erlernt. Hyperstrahl oder Feuersturm? Nein, Feuer. Dick 3. Mein Gott, Alter. Erlernen die wieder alle Attacken? Immer wieder müssen die Pokémon random Attacken lernen. Nur um mich zu nerven. Zapdos hat Hyperstrahl ganz knapp überlebt und ist dann in der Verbrennung gestorben. Richtig gut. Ja. Und dann gehen wir doch den Schlitzer aus. 35, das könnte hinhauen. Und sind dann plötzlich wieder vorne. In Soul Silver Hard Gold gibt es tatsächlich einen echten Hinterausgang. Das ist an der Seite auch, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist das Ja die gut, dann haben Attacke? wir die geplanten Sachen beide schon erledigt. Ja, das ist, glaube ich, die Attacke. Dann fange ich jetzt wieder an zu trainieren, damit du mich nicht mit Sonderbonbons überholst. Oh! Alter Schwede. Jetzt muss ich, glaube ich, A drücken. Nein, okay, jetzt muss ich B drücken und jetzt muss ich A drücken. Scheiß Steinhagel war nichts. So. Komm, bringen wir mal alle Point Even, alle auf Level 41. Er will jetzt schon wieder was lernen. Level 39, Dodo. Es stünde nichts, was ich damit verlernen will, also nein. Gib Bescheid, wenn du bei Galoppa angekommen bist. 41. Hm, was, bei Galoppa? Achso. Ja. Ist doch Level 40 gewesen. Level 40, okay. Hat Jurika Level 54 erreicht? 39 will er jetzt eine Attacke erlernen. Ach so, ich hab die Ding jetzt ja von dem noch gar nicht fertig gemacht. Scheiße. Feuerwirbel. Toll. Der Attacke ist hier ja sogar besser als später, weil der Gegner nicht angreifen kann die ganzen Runden. Trotzdem scheiße. Was, du sagst Feuerwirbel ist scheiße? Die hat doch nur 15 Stärke, was zur Hölle? Ja. Aber 2 bis 5 Mal. Und später dann halt Runden. Quasi zusätzlicher Schaden später, aber in der ersten Gen kann der Gegner sich nicht wehren. Habe ich gestern erlebt, als es gegen mich eingesetzt wurde. War das nicht sogar Leibertas? Okay. Oh Gott, ich sollte meinen Hyperstrahl gegen Onyx machen, der überlebt es ja. Also ganz oben habe ich Glut, oder? Ja. Habe ich Heuler noch hier drin? Weil wenn ja, dann verlerne ich das. Wenn ich das richtig erkenne, ist es der unterste Slot. Das scheint Heuler zu sein. Weg damit. Es entwickelt sich! Nein, als ob. Ein Galopper, das sich entwickelt. Ein Galometer, das sich entwickelt. Okay, ich ändere schnell das Bild. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe nie den Bodenorden aktiviert. Ich hab's, glaube ich, auch eine Viertelstunde zu spät gemacht. Und ich dachte, du hättest es schon längst gemacht, weil du nicht reagiert hast. Aber du hast mich noch nicht gehört. Richtig gut. Dafür habe ich ihn jetzt. Ja, besser spät als nie. Ja. Ich habe den Platz unten drunter genutzt. Da schaut jetzt Gloraks Kopf hervor. Mehr sieht man nicht mehr. Hallo Poké Center. Heil mich mal bitte. Mit 53 für Need, okay. Nee, nicht das da. Das hier. Das ist, glaube ich, Deposit. Genau, Level 57 würde ich gerne depositen. Mein Gott, ist das ein Sound. Und Level 45 würde ich gerne wieder rausholen, so. Welches Pokémon warst du überhaupt? Achso, mein Starter. Okay, da bringen wir alle auf 45 hoch, warum nicht? Dann machst du erstmal die Siegerstraße, bevor du weiter. Dann ist okay. Ich habe nichts dagegen, wenn du 50 machst. Wenn es nur ein bisschen unfair, wenn du jetzt gleich auf 60 gehst oder so, während ich die ganze Zeit trainiert habe. Ich habe 7 echte Sonderbonbons. Kann am Ende also. Meine sind auch echt. Ja, wie man es definiert. Okay, vielleicht waren es nicht 255, was ist denn jetzt schon bei einer Zahl angekommen, die ich lesen kann? 95. Nidoking geht gleich down. Ja, also jetzt, wo jeder 45 ist, würde ich fast sagen, wir setzen Fliegen ein. Mit
dem, der auch Vögel hat. Der auch Flügel hat, besser gesagt. Okay, wo genau muss ich drücken, um da oben hinzukommen? Ah ne, warte, ich war da ja noch nie legit oben, also kann ich mich da gar nicht hinfliegen. Du musst erstmal noch die Siegestraße fertig machen. Stimmt, ich muss da jetzt erstmal noch hinlaufen. Und mehr da drin Lavados holen. So schaut's aus. Ja, das Lavados, das ich schon getötet habe. Du Mörder. Ja, kaltblütiger Pokémon-Mörder. So schaut's aus. Ja, was soll ich denn tun? Ich wollte sich nicht fangen lassen. Es wollte sich nicht fangen lassen. Ja, das soll ja auch ein richtiges Battle sein. Ich habe gar keine Bälle dabei gehabt. Du bist ja witzbold. Ja, ich brauche ja keine mehr. Ja, ohne Bälle lässt sich auch nicht fangen. Ja. Brauchst dich gar nicht wundern. Ja, ich hab's ja auch so dermaßen versucht. Ja. So, du hast gesagt... Nein, die Steine sind wieder da. Hä? Ja. Also du kannst nicht durchlaufen jetzt. Glaubst du, ich kann durch die Steine durchlaufen, wenn ich sie sehe? Du redest von dem quadratischen Kasten, das im Weg ist. Wow, wow, ich bin so toll, ich darf nochmal hinlaufen. Oh nein, das ist ja das Pokécenter. Also du redest von dem quadratischen Kasten im Weg, nicht von den Steinen, die man verschiebt, richtig? Knogger lernt jetzt Raserei. Was genau ist das denn für dich? Okay, versuch, die nächste Treppe zu erreichen. Wenn du das wirklich nicht schaffst, dann hast du recht und es ist resettet. Ja, wie soll ich denn... Ich sehe jetzt visuell. Kann ich da durchgehen, oder was? Nein. Ja, na also. Komisch. Ich hab's auf Band. Bei mir war das gestern da nicht mehr drin. Ja, weißt du warum? Du hast wahrscheinlich nie den Raum verlassen und es gar nicht gemerkt. Das wird sein. Oder das Spiel ist irgendwie so glitchy, dass du irgendwas hingeglitscht hast. Oder es lag daran, weil du vielleicht irgendwie immer noch in der Höhle warst? Ich weiß nicht, hast du nur Höhlenetagen gewechselt oder... Ich bin mir nicht sicher, wann ich das gesagt habe. Ich dachte, ich wäre einmal draußen gewesen. Aber gut, vielleicht sehe ich mich gerade. Also ich meine, keine Ahnung, ich war natürlich mehr als nur draußen, also. Weiß nicht. Kein Schimmer, Mann. Ich bin's auch gewohnt. Wie weit das dauern kann. Aber eigentlich dachte ich, es resettet sich quasi sofort. Ich meine, ich bin ja hier. Ich könnte jetzt einfach mal schnell. Just for fun. Hier durchgraben. Ich glaube. Wer von euch kann noch mal. Du bist es. Ich weiß nicht, wer von dir Stärke hat. Das musst du wissen. So, ich kann ja, denn der Rückweg ist ja leicht erreichbar, sage ich mal dazu. Ist der Weg nach offen? Also hier ist normalerweise... Ist da keine Blockade? Warte mal, wenn man es so sieht, könnte ich doch auch einfach... Ja komm, das probieren wir. Ah, die Blockade ist wieder da, die eine hier, ja. Also scheint es so zu sein. Und ich, jetzt habe ich verkackt, ich komme nicht mehr. Weißt du was? Ich trick's einfach. Wie meinst du, du gehst doch wenden? Ja. Okay. Das Item habe ich gefunden. In meinem Rucksack. Es ist nicht der richtige Name, aber es funktioniert genauso wie Paizo. nochmal safe. Du willst nicht mal die Siegestraße normal machen. Wo ist denn... Ah, da ist das Legi. Moment. Scheiße, ich kann nicht gegen den gewinnen. Ja, was ist am schwächsten? Okay, warte, ich reset, weil ich jetzt nicht weiß, ob das ein Problem ist, dass ich den jetzt normal dass ich mein Pokémon angeklickt habe mit diesem Item. Eigentlich soll man das ja nur benutzen, damit es quasi das Pokémon-Menü öffnet, dann geht man raus und dann ist irgendwie immer noch die Pokémon vom Pokémon-Menü da. Haben wir ihn hier richtig hingestellt? Steht auch rückwärts zur Wand. Ja, okay, dann kommt ein Pokémon-Encounter mir wieder rein. Kann ich mich umdrehen ohne... Egal, seitlich zur Wand sollte eigentlich auch gehen. Abpass erreicht Level 54. Achso, nee, das da. Oh, ja, schon das da. So. Als ob du das überlebt hast. Paralyse, ey. Das ist das, was ich nicht verstehe. Dieses Item funktioniert irgendwie nicht so ganz immer. Das
irgendeinem komischen Grund. Ich weiß nicht so ganz warum eigentlich. Vielleicht ist meine Peso broken. Vielleicht kommt es doch irgendwo. Können mich die ganzen Pokémon mal einfach in Ruhe lassen, Mann? Schutz, was weiß ich. Ich weiß nicht, wo das in meinem Rucksack ist. Ich auch nicht. Okay, egal, das hat gereicht. Ich bin ein Voltal gegangen. Ein Voltal reicht, weil aus der Wand raus kann ich gehen, wenn ich drin bin. Echt gestorben. So. Da schreit ein Vogel. Und da wird ein Meisterball geworfen. Als ob du einfach instant einen Meisterball schmeißt. Natürlich. Nein, ich möchte ihm keinen Namen geben. So, wenn ich jetzt nur wissen würde, wo eigentlich der Ausgang von dieser Map ist. Ich weiß nicht, welches Stockwerk es haben. Ibitak ist Level 56. Shit, wie besiege ich den jetzt? Hoffen, dass er mich nicht zuerst besiegt. Zusatz. Okay, da ist einer. Schaut's denn hier aus? Ist das da drüben der Ausgang? Gucken wir mal. Ah, nicht Badges. Okay, jetzt scheint das Item aktiv zu funktionieren. Ja, ich bin draußen. Einmal durch die Siegestraße durch. Legit in Anführungszeichen. Ja, so legit, wie ich es noch nie zuvor gemacht habe. Oh, ja. Bin ich schon mindestens 10-mal durch den Gang. Oh. Ich habe sie ernsthaft überlebt, weil ich Schaufler benutzt habe. Witzig. Gut. Ja, nachdem ich den Ausgang nicht mehr benutzen kann, werde ich jetzt gerne übergehen. Man kann hier drin Heil-Items kaufen, oder nicht? Ja. Ich gebe dir den Tipp, Top-Genesung kostet 3000, Beleber kostet 1500, Hyperheiler kostet 600. Den Rest kannst du ignorieren. Ich verstehe nicht die... Gibt es ein Item, was KP, AP, also quasi so alles heilt? Ich habe mich nicht mit Äther und Elixieren befasst. Gibt's jedenfalls nicht im Shop. Also nicht in dem Shop, sonst hätte ich es, glaube ich, auch mitgenommen. Keine Ahnung, du kannst sie doch nicht lesen. Ich war auf der Wiki-Seite für den Shop. Ich habe nicht kontrolliert, ob der hier mehr anbietet. Also, ja, vielleicht hat er sowas. War das nicht Fulvi-Store? Ja, 3000. Das ist Top-Genese. Full Restore, ja, müsste auf der Max Potion. Fully Restores HP. Nur HP. Keine AP. Ja, AP macht nur Elixier oder Äther. Ich dachte, oder es gäbe ein Item, was beides macht. Top-Genesung heilt Lebenspunkte und Statuseffekt. Macht quasi Top-Trank plus Hyperheiler in einem. Wenn du das meinst. Ach so. Aber es gibt nichts, was AP dir zurückgibt. Wenn du AP Plus cheaten kannst, wärst du natürlich. Mal, was ist ein Full Heal? Nee, ich warte, mein das ist AP Stats, Plus glaube ich. Oder eher Full Heal war für Stats. Mein Gott, Mann, da muss ich ja ganze drei Items von ihm kriegen. Oder was? Ja, aber du kannst es doch jetzt einfach wiederholen, oder ist du jetzt nicht schwer dann? Doch, es ist schon schwer. Okay, das tut mir leid. Ich meine, klar könnte ich die... Ja, also wenn ich sie kaufe, dann darf ich sie erstmal wieder in meinem Inventar suchen. Ja gut, das ist sehr nervig bei deinem Inventar. Am besten du überlevelst... Deswegen hätte ich halt gerne ein Item, was ich kaufe, und dann habe ich alles abgedeckt. Ja, das gibt's aber gar nicht. Das ist sehr ungünstig, ha? Sehr ungünstig.
Okay, gucken wir mal nach Fulvi Store. Das ist ein ziemlich langer Name. Ist das da? Ich hab dir doch die Preise gesagt, damit du weißt, was was ist. Hä? Warte, wo hast du das gesagt? Ich habe gesagt, 3000 ist Top-Genesung, 1500 ist Beleber und 600 ist Hyperheiler. Der Top-Trank ist irgendwas so an die 2000, aber wer braucht den schon? Alter, ja. Hyperheiler? Ja, ich hab mir halt. Ja, weißt du was hier? Ja, aber Ich gebe das war dir Geld. Hyperheiler das für die AP? Nein, Hyperheiler ist Statuseffekt. Was Ja. Top-Genesung auch macht, aber ich möchte nicht Ja. Top-Genesung verschwenden, wenn ich dann schon. Wenn ich keine KP. Hier, Ach siehst du das, so. was ich im Inventar habe? Keine Witzbolde. Okay. Das sind 25 mal Top-Genesung, 35 mal Beleber und 16 mal Hyperheiler. Ja, aber du machst du dir gar keine Sorgen, dass dir die Attacken ausgehen? Ein bisschen, aber ich habe zweimal Elixier oder Ether, ich weiß nicht, was das ist. Und ich glaube, hier habe ich auch noch mal eins davon. Das Elixier erkennst du oder daran? Ether? Siehst du die ersten vier Symbole von links? Wo quasi die ersten beiden sind die gleichen wie das dritte und vierte. Das ist Äther und Elixier. Oder eins davon. Ich habe nicht nachgeguckt, welches ist, sorry, aber ich habe zumindest ein bisschen was davon. Aber ja, wenn du nachguckst, wo man es kaufen kann, würde ich mir die Mühe schon noch machen. Ich habe nur eben nicht geguckt, nachdem ich gesehen habe, dass es in der Liga nicht existiert. Das war dann halt für mich so, ja, scheiß drauf. Ich glaube nicht, dass ich es brauche, weil ich denke, dass die alle, wenn ich es richtig mache, alle One-Hit sind. Du bist ja echt ein Witzboy. Willst du mir sagen, dass du schon so hart überlevelt hast, dass die alle One-Hits sind? Du siehst meine Level, die ich am Anfang des Parts hatte. Warum? So, schauen wir Warum, mal. warum? Ich hatte zwischen 51 und 55 war mein komplettes Team. Jetzt ist mein komplettes Team zwischen 54 und 57. Mein niedrigstes Level ist also plus 3 gegangen, seit wir angefangen haben. 22 Minuten und ich war im Kraftwerk, da habe ich also gar nicht trainiert. Ich bin halt effizient. Und kein Sonderbonbon. In Du bist ein der Zeit, Trickster. wo du 8 Sonderbonbons verteilt hast, habe ich 2 Level gemacht. Ja, weil du Highspeed bist. Ja, was soll ich? Ja, natürlich. Lass mir den Spaß, dafür habe ich es doch. Ich wünschte, Virtual Console hätte das gehabt, aber wobei. Zumindest irgendwie so ein Button für doppelte Geschwindigkeit wäre eigentlich ganz witzig gewesen. Also ich kann ja sagen, der Game Boy Player hatte das, glaube ich. Ja, aber Nintendo hat es natürlich nicht eingebaut. Oh, es gab einen Speed-Modus, wenn du das Gameboy-Spiel entweder war es die N64 oder die. Ja, muss die N64 gewesen sein. Da konnte man schneller werden. War quasi ein Rennknopf. Turbo-Treter der ersten Generation. Ha. Ja, so hat sich's angefühlt. So, die Floor ist jetzt Level 57. Schön. Geben leider teilweise echt wenig 300 Erfahrung. Will ich damit 300 Erfahrung? Ja, dann hast du zumindest 300 Erfahrung. Ist doch besser als nichts. Ja, das stimmt. Mir sind meine Pflanzenattacken ausgegangen, jetzt ist es wohl vorbei. Die haben schon vergiftet. Kann Säure überhaupt vergiften? Keine Ahnung, aber es passiert nicht. Ich habe nur noch viermal zerschneidet, dann sehen wir den Verzweifel. Oh, es hat für Level 58 gerade noch gereicht. Wenn ich einen Pokésender dazu mitnehmen hätte, wäre das schon wirklich praktisch. Ich buddel mich hier raus. Schön, ich lande sogar oben direkt vor der Top 4. Ah, okay, das ist zumindest das Item, Also was ich schaust du nach, gekauft wo habe. man Äther kaufen kann? Oder Elixier wäre ja cool. Äther ist plus 10 für eine Attacke. Top-Äther ist die komplette Attacke füllen. Und Elixier macht plus 10 alle 4 Attacken eines Pokémon. Wenn man das kaufen könnte, wäre es natürlich super episch. Ja, ich muss mir jetzt erstmal die paar Items da kaufen und sie dann richtig platzieren. Ja, Das ist bin mein ehrlich gesagt. Surfbrett, das will ich auch noch behalten. Ich Das war der glaube fast. Dingenskey. Ich Habe ich noch glaube irgendeine fast, man TM, die ich kann. wegmachen Also, kann? Ja, wahrscheinlich kann irgendwie. man nur Äther kaufen. Ich würde es wundern, wenn eins von den anderen Items überhaupt käuflich ist. Oh, Lapis. Hä? Gott. Warum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Elixiere käuflich sind. Würde mich nicht wundern, wenn nicht. Okay, cool. Dann schau bitte mal, während ich trainiere. Hey, hast du dein Bild weggemacht? Ja, brauchst du das noch, oder was? Ja, also Welches naja. davon? Ja, dein Itembild, was du mir gegeben hast. Ja, welches? Das mit Top-Genesung oder das mit Das. den.
scheiß drauf, hier kriegst du beides nochmal. Oh, ich hab scheinbar gesagt, das habe ich beim Shoppen gerade als Referenz genommen. Warte, hier kriegst du einen neuen. Oh, jetzt hast du beide nochmal. Okay, den habe ich gekauft. Oder? Das war der hier. Genau. Da passt Level 55. Und das an zweiter Stelle, was 35 ist, soll ich auch kaufen, oder? Ja, wenn du dich wiederbeleben möchtest, falls du K.O. gehst. Das ist das. Also ich meine, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rum im Kopf, aber ich bilde mir ein, ich habe mehr Beleber gekauft als Top-Genesungen. Also ich schaue schnell nach. Wo sind die günstiger als die anderen? Da sind sie. So. Ja, das oberste ist Top-Genesung, gefolgt von dem Beleber. Na komm, komm, was trotzdem. Dem Überhalten. Ich kaufe, glaube ich, echt nochmal ein paar Top-Genesungen. Schaden kannst du nicht. Kann ich mich immer froh heilen. So. Ich glaube zwar nicht, dass ich mehr als zwei Pokémon pro Kampf brauche. Im Idealfall unverletzt, aber. Ja, das glaube ich halt nicht. Deswegen hätte ich auch gerne genug Heil-Items, dass ich mich immer heilen kann. Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht geguckt, auf welchem Level die sind. Aber wahrscheinlich Anfang 50 und Siegfried hat wahrscheinlich dann zum Schluss ein 57er Dragoradus. Ja, ich glaube einfach nicht, dass ich Hilfe brauche. Ich habe zwei Pokémon mit Eisstrahl. Nur für den. Exerfen. Wünschte ich. Mein Gott. Ja, eigentlich, das ist der Trick, den man mit Schutz machen kann, wenn man gut trainieren möchte, aber dann darf man noch nicht überlevelt sein. Wenn ich jetzt ein Level 30er Pokémon vorne hätte, dann könnte es mit Schutz die Schwachen raushalten und nur die Starken belangen. Aber ich bin ja schon längst. Auch. So. Naja, hier Eisstrahl für dich. Benutzt Konfustrahl gar nicht. Wofür habe ich es eigentlich? Na, egal. Schaden tut's ja nicht. Gehen die AP schon wieder aus hier. Okay, Pokémon fliegen. Ich fliege jetzt erstmal zum Markt. Welchen? Ja, zum richtigen Markt. Dem großen. Ja, dem großen. Was hat 56 erreicht? So, was verkaufst du? Das sind TMs, okay. Was verkaufst du? Okay, was ist ein Elixier in der Liste? Oder hat Elixier auch eine stärkere Variante? Ja, aber Wette, das kann man nicht kaufen. Das habe ich jetzt getauscht. 10 PP. Glurak möchte ich echt noch ein bisschen trainieren. Oh, Glurak lernt auf 55. Was zur Hölle lernt Glurak denn noch auf 55? Yeah. Irgendein Schrott. Feuerwirbel. Genau, sag ich ja, irgendein Schrott. Also nein drücken. Feuerwirbel, die letzte Attacke, wer hat sich das da oder. Warte mal, wie heißt die Stadt? Sophronia City? Es ist die linke von diesem mittleren Pulk. Wo das Einkaufszentrum. Okay, du beantwortest nicht meine Frage, aber okay. Was weiß ich? Ich. Prismania City. Prismania Einkaufszentrum. Sophronia war ja Sabrinas Arena, also die Einkaufszentrum. 788 EP von einem Promo, das ist schon nicht schlecht. Die immer. Okay. Ihr müsst doch irgendwo in der Shop stehen, oder? Ja. TM. Oh, dass ich. Steine. Vielleicht gucke ich echt nach, wo man AP Plus finden kann. Kalzium. Mich wundert echt, dass ich nur ein einziges im ganzen Spiel gefunden habe. Nur 56. Arena. Warte mal, was? Das ist rote und blaue Edition Pikachu. Gegengift, Aufwecker, Feuerhalle, Eisheil, Fahrer, Supertrampel, Leber, Superschutz. Konter.
Wo kann man denn AP kaufen? Keine Ahnung, ich dachte, du bist auf die Seite von dem Item gegangen. Ich bin zum Einkaufscenter gegangen, weil ich eigentlich erwartet hätte, dass es da was gibt, aber es gibt anscheinend gar keins von diesen AP-Items hier. Wo gibt's die denn dann, wenn ich im Einkaufszentrum? PP im Englischen. So, Äther. Ich bin auf der deutschen Wiki. Also Äther hat nur Fundorte und auch nur 2 Stück. Wow, das ist ja klasse. Ich gehe mal alle 4 Items durch. Top Äther kann man auch 2-mal finden. Elixier ist ein Item, das... Warte mal, habe ich jetzt Äther durchsiedeln müssen? Stell 10 Angriffspunkte wieder. Alle Attacken 10 RP. Elixier gibt es immerhin 3 Stück. Ein Top-Elixier kann man 4 Stück finden. Das vierte aber ist in der Azuria-Höhle. Also nein, es ist ziemlich problematisch in der ersten Gen sein P wieder aufzufinden. Die sind alle nur findbar. Das heißt also, ja. die gehen wirklich von aus, dass einem die Attacken nicht ausgehen, oder? Jetzt ist die Frage, wenn man einen Beleber einsetzt, hat man seine Attacken Hilf wieder, nicht. Oder? Nein. Nicht? Nicht, dass ich wüsste. Wäre mir neu. Probier's aus. Beleber. Muss ich ja extra suchen. Mein Chlorum ist gleich tot, ich kann es dir extra testen. Steht da irgendwas? Steht da irgendwas zu AP? Was war RP? Oder zu Attacken? Ja. Steht natürlich nichts, oder? Ein Beleber belebt Kampfruhe Vorkommen wieder, indem es ihm die Hälfte seiner KP wiederherstellt. Ist die Zahl seiner KP ungerade? So wird aufgerundet, ja. Wie schaut es mit den Attacken aus? Da steht nichts dazu. Also ja, kannst gerne testen, wenn du das gerade kannst. Okay, ich verschwende einen Beleber. Sekunde. Beleber habe ich 35 Stück. Glurak, du wirst wiederbelebt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Glurak. Glurak ist eher an erster Stelle. So, Glurak hat 0 von 18 Flammenwurf. Ein Schlitzer. Ein Hyperstrahl, null Feuersturm. Das sehe ich jetzt wirklich also ein bisschen ungünstig an, aber na gut. Hast du nur 5 AP-Attacken, oder was? Nein, aber, like, ich würde mich schon sicherer fühlen, wenn ich so viel einsetzen kann, wie ich möchte. Das kann ich verstehen. Nachvollziehbar. Okay, dann mache ich noch 2-mal Missing No Glitch und dann bin ich bereit, wo du übel. Willst du dir, was genau willst du dir denn holen? Ist dir das nicht bewusst? Nein. Ja, ich möchte die Items vermehren, die ich gerade gekauft habe. Statt dass du einfach genug kaufst mit deinem sicher unendlichen Geld. Dann müsste ich wieder random. Dann müsste ich wieder irgendwelche Items verkaufen, die das Spiel potenziell crashen können. Das ist. Ich finde, die Missing No-Variante ist mir da sicherer. Ja, wenn es dir Spaß macht. Mir gibst du einfach nur Zeit zum Leveln. Aber du kannst ja dann Sonderbonbons benutzen, um aufzuholen. Ja, mein Gott, man hat Speed halt nicht die ganze Zeit. Ja, aber dann fühlt es sich so an, als würde ich Zeit verschwenden. Was für eine Zeit verschwenden, Mann? Du musst auf mich warten, du verschwendest doch keine Zeit, du bist doch eh überlevelt, oder nicht? Du sagst, ich muss nicht warten, ich gehe jetzt in die Top 4. Was? Lorelei ist besiegt. Nein, das habe ich nicht gesagt, was zur Hölle? Ich? So. Keine Ahnung, vielleicht schaffe ich ja alle auf 60. Du gehst an den Slot. 56. Ich meine, die meisten Attacken, die ich habe, haben 20 AP oder 15 wenigstens. Ich fühle mich halt nicht wirklich davon bedroht, dass mir die ausgehen. Ja, keine Ahnung, was ist, wenn ein... Ich möchte halt auf Nummer sicher gehen, Mann.
wenn du 4 nützliche Attacken hast, nicht nur 2 oder 3, kannst du. Ich weiß halt nicht, ob jede Attacke von jedem Pokémon wirklich auch in jeder Situation nutzbar ist. Ja, nicht unbedingt in jeder. Du gegen Geister kämpfst und hast 3 Normalattacken, dann nützen sie dir in dem Moment erstmal nichts. Oh. Gut, dass ich hier gerade gespeichert habe, weil ich hätte gucken sollen, wo ich hinfliege, weil ich nicht einfach nilly-dilly irgendwo hinfliegen sollte. Ich brauche danach nochmal Trainer, gegen die ich kämpfen kann. Mein schwächstes Pokémon ist jetzt Mamba. Sicher nicht lang. Ah ja, gut, dass Knogger Eisstrahl kann, sonst hätte ich echt... Könnte ich mich ja kaum wehren, das ist Knoggers vierter Tag gestärkt. Paralyse, toll. Das ist Paralyse zusammen. Jetzt müssen wir wieder auf den Ditto warten. Kommt sicher bald. Am letzten Mal war es einfach das erste Encounter. Das war voll wie geplant. Haben wir auch so gedacht, ja, nice. Das freut mich für dich. Ja, ich habe mich schon gewundert, wieso das so schnell war. Ja, genau deswegen, weil das der erste Encounter war. Bin paralysiert und scheinbar verwirrt. Okay, hallo? Oh, ich bin dumm, ich habe gerade Bodenattacken gegen Zubat benutzt. Ja, okay, ja. Das ist ja, das ist so optimal. Das funktioniert nicht so gut. Ja. Egal, alle Pokémon Level 56. Hallo, Blutzuck. Anna, also. Onyx ist echt scheiße mit einem Ibitak zu besiegen, aber was soll's. Bin eben hier. Ist auf Omotroppen. Okay, gucken wir jetzt mal an. Gut, ich habe jetzt die, das eine war es, oder? Genau. Das sind die Beleber, die habe ich jetzt vermehrt. Und dann muss ich jetzt noch die Tränke vermehren. Dann bin ich fertig. Es kann übrigens sein, dass die Siegestraße ein bisschen verbuggt ist, wenn ich dahin gehe. An die Zuschauer ist das gerichtet. Weil Missing Now macht das. Wenn man es encountert, man schreibt das irgendwas in die Siegestraße rein, sodass es da verglitscht da ausschaut. Aber du hast ja jetzt gespeichert, dass du dort bist. Was sonst? Also, soweit ich weiß, ist sie noch benutzbar. Es schaut nur irgendwie verglitscht aus. Dann lauf mal du. Ich davon. Ja, keine Ahnung, ich bin ja. Also, nicht die Siegestraße selber, die Hall of Fame. Die meine ich. Achso. Redet der von einer Höhle oder redet er von dem Ding, was nach der Top 4 kommt? Dem Ding, was nach der Top 4 kommt. Ja, am Ende ist gefährlich auch Boomershalle. Ja, mein Gott, Alter, ich hable. Hable, 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 hable. Ja, weiß ich nicht. AP mehr ist aber noch Full AP. Wie dumm ist das eigentlich? Was Full AP? Ja, ich habe gerade mal Lapras eingewechselt, aber es hat gar keine AP mehr. Ich kann gar nicht damit kämpfen. Es wurde halt einfach nur als einziges Pokémon überhaupt nicht verletzt beim Training. Gut. Okay, jetzt speichere ich. Dann Pokémon. Fliegen. Nach unten ist schneller um zur Siegestraße. Ja. Um zur Top 4 zu gelangen. Nochmal heilen, weil man weiß ja nie. So, ich stehe vor der Eingangstür. Okay, was sollen wir das jetzt sagen? Willst du jetzt die Top 4 machen, oder was? Im nächsten Part, bewerten nicht vergessen und tschö. Okay, tschüss.